Ich stehe hier direkt vor dem Eingang des Friseursalons Habrecht Schmauder. Der Firmenerlebnistag geht gleich los. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch schon drin. Ja, würde ich sagen, dann schauen wir mal rein. Mal zu dir. Was interessiert dich denn am Friseurberuf? Das Schneiden und die Haare machen. Okay, super. Und freust dich jetzt schon gleich aufs Haare schneiden? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses kurze Interview nehmen. In Ihrer Familie gibt es eine lange Tradition zum Friseurhandwerk? Ja, also letztendlich ist es Tatsache, mein Vater, meine Mutter waren beide Friseure schon. Mein großer Bruder ist Friseur, dessen Frau und seiner Frau die Schwester. Mein Onkel war Friseur, meine Tante und auch mein Cousin. Also Sie würden sagen, Sie haben das schon in den Genen, das ist schon vom Papa und von der Mama mitgegeben worden? Ja, also irgendwie mag das schon eine genetische Sache sein, ja. Durchaus, ja. Es ist ein Ausbildungsbetrieb. Wie sieht eine Ausbildung bei Ihnen aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also grundsätzlich, die Lehrlinge bei uns sind zu Beginn erstmal einfach am Kunde als Zuarbeiter. Sie dürfen dann im Laufe der Ausbildung an Trainingseinheiten teilnehmen. Also wir tun immer mehrere Wochen ein einzelnes Thema schulen. Wenn theoretisch alle Bereiche mal soweit abgedeckt sind, dann dürfen die Lehrlinge auf meine Kosten auf eine private Friseurfachschule gehen. Da zahle ich den Hotel, ich zahle denen auch entsprechend die Schulung und den Lohn weiter. Und wenn sie da zurückkommen, haben sie bei mir sozusagen die Lizenz zum Stylen. Wir haben auch die letzten Jahre immer die besten Lehrlinge gehabt, auch jetzt dieses Abschlussjahr die drei Klassenbesten. Und da bin ich ein Stück weit auch stolz drauf. Und da sieht man vielleicht auch, dass es ein Stück weit auch, ja, vielleicht irgendwo noch mit beeinflusst werden konnte. Okay, ich denke mal zeitgemäß, marktgerecht und innovativ mit Sicherheit und ich würde auch sagen gut organisiert.